Ja. Ich bin mal wieder vor der Weißen Hütte. Studio kommt auch weg, hat jetzt Dach drauf. Wir haben jetzt anständige Vollholztüren für innen. Also nicht das, das Geschwabbel, das sie zuerst drinnen haben gehabt. Also, das ist Holzleiste mit zwei Sperrholzplatten vorne und hinten als Tür. Also könnt ihr mit der Hand durchreifen. Da jetzt nicht mehr. Das sind jetzt stabile Türen. Ich spreche jetzt mal ein relativ heikles Thema an. Ich weiß, an und für sich Politik ist nicht unbedingt mein Ding. Aber leider haben wir die Situation, dass in den Staaten drüber wahrscheinlich die wichtigsten Wahlen sind für die nächste Zukunft. Die Problematik ist, und das sieht man auch in YouTube und so weiter, die Amis, egal wo sie sind, Amerika ist das größte, beste Land der Welt. Was sie nicht beachtet, oder sie sagen jetzt so, zum Beispiel, ich hatte einen YouTuber, gestern ein Video gesehen, ja, Amerika das beste Land und Amerika wird auch nach den Wahlen oder nach den 4 Jahren Präsidentschaft noch existieren. Mag stimmen. Wenn es nur 4 Jahre sind, mag stimmen, dass Amerika immer noch existiert. Was sie aber in ihrer Engsichtigkeit vergessen, ist die Auswirkung. Nehmen wir den Worst Case. Trump wird gewählt. Die Folgen, die das haben kann, die denken gar nicht so weit. Nehmen wir an, der Trump macht das wahr, was er beim ersten Mal versprochen hat. Geht aus der NATO raus. Theoretisch würde dann dem Putin Ukraine gleich in die Hand geben. Weil mit dem Austritt der NATO würde er wahrscheinlich auch die Ukraine unter Druck setzen und mehr oder weniger die seinem lieben Freund Putin übergeben. Der Supreme Court, also das höchste Gericht der Staaten, hat dem Präsidenten Immunität in allen Regierungs- oder in allen Handlungen zugesichert, die man als Regierungstätigkeit definieren könnte. Das heißt, was immer unter dem Mantel der Regierungstätigkeit gemacht wird, und das kann ein Ex-Präsident nicht behaftet werden. Und das mit der NATO und Ukraine ist nur ein Schritt. Ein weiterer Schritt ist, er plagiert groß
er wird Tarife einführen, also Strafzölle, wenn man so sagen will. Das hat er ja schon mal gemacht mit den Chinesen. Also auf Chinesen losgegangen ist im 2018, 2019. Und was er nicht versteht oder was viele Amis nicht wahrhaben wollen, dass sie das betrifft. Also Einfuhrzölle haben da nicht wirklich Einfluss aufs Ausland. Also jeder Lieferant, der Waren in die Staaten liefert, der hat seinen Preis. Dem ist wurscht, was die US-Regierung für Zölle draufschlägt. Die Problematik ist aber, dass die Waren dann so verteuert werden, dass sich die Amis die Dinger nicht mehr kaufen. Das heißt, es hat weltwirtschaftlichen Einfluss. Und das blenden viele aus. Also viele haben das Gefühl gehabt, ja, Amerika, eben wie gesagt, das Problem ist nicht, sind die Amis die Besten oder nicht. Das Problem ist die Größe der USA. Das heißt, den Einfluss, den gewisse politische Entscheidungen auf die ganze Welt haben, das interessiert die wenigsten, oder sagen wir so, muss es mal anders formulieren. Die meisten, die mit der Wirtschaft nicht belastet sind oder nicht irgendwie betroffen sind, die haben keine Ahnung, was passiert. Ich habe es heute Morgen mal noch kurz nachgeschaut. Es geht vor allem jetzt auch, haben wir jetzt mal hier auf die Philippinen, das bezieht in 2018 oder so, haben die ersten Schreiereien mit Tarife, also mit Strafzöllen für die Chinesen angefangen. Und wenn man den Dollarkurs zum Peso anschaut, sieht man schön, wie er verzögert nach unten saust. Und ist eine schöne Grafik, die erst Mitte 21, also Biden, und nicht mehr der Orange, an der Macht, oder eben, da hat er im 21 Samtamt retten, und man sieht schön, wie dann im Mitte, zweites Drittel 21, der Kurs wieder nach oben gegangen ist, bis jetzt. Was die Hirnis in meinen Augen nicht berücksichtigen beim ganzen Geschrei, ist, dass wenn der Trump an der Macht ist und er spürt wieder so Zölle ein, dann können sie ihre Wechselkurse hier vergessen. Da werden viele Amis hier auf die Welt kommen, weil plötzlich ihr Kohle nicht mehr reicht. Für uns in der EU oder wir Schweizer können uns noch freuen. Also wenn der Dollar nach unten geht, hier in den Philippinen, unser Wechselkurs geht nach oben. Also von mir aus kann der Dollar in den Keller sinken. Umso weiter reicht meine Rente hier. Die Problematik ist natürlich dann, dass wir dann wieder eine Wirtschaftskrise haben werden, die wahrscheinlich noch um einiges schlimmer sein wird, als was wir hinter uns haben. Und wir sind ja im Moment nicht gerade in einer Phase, wo
Die Wirtschaft boomt und kracht. Also das sind viele, viele Dinge in meinen Augen, die der normale Ami gar nicht mitkriegt, gar nicht anpeilt. Ich weiß nicht, wie viele bei uns das auf dem Schirm haben, was das eigentlich bedeuten könnte. Wenn der Donald wieder mal an die Macht kommt. Also, ich weiß normalerweise, ich bin nicht ein politischer Mensch, wenn es darum geht, jetzt welche Partei was zu wählen. Ist ein System gut, ist es nicht gut, aber das ist nun mal wirklich ein Thema, das uns, ich sage jetzt nicht nur Schweiz, Deutschland oder so, sondern auch uns hier in den Philippinen direkt betreffen kann. Weil wenn es falsch läuft, da kommt der Xi die Philippinen noch geschenkt oder Taiwan. Also wir wissen nicht, was kommen könnte, aber müssen das Schlimmste befürchten. Wir hoffen nicht, dass es passiert. Aber wie gesagt, ist halt im Moment. Ich meine, man müsste. Klar, wir haben keine Wahlmöglichkeiten. Also wir können es nicht beeinflussen. Wir können nur Kopfschütteln und zuschauen. Und ich finde es von mir aus gesehen einfach schade, wenn gewisse Leute, also es tut mir leid, aber wenn ich sagen muss, wenn man sieht, was die Amis zum Teil rauslassen für Entschuldigung, Stuss, da wird man Angst und Bange zum Teil. Ja, aber eben, hoffen wir mal, dass die Richtige an die Macht kommen und uns von dem Übel entfernen können. Weil die Problematik ist ja nicht, dass es nur er ist. Die Partei steht ja hinter ihm. Und wenn natürlich in einem Zwei-Parteien-Staat die eine Partei hinter dem steht, ja, ist natürlich ein bisschen düster. Bei uns in Europa, oder jetzt gerade sagen wir Deutschland, Schweiz, Österreich auch, wir haben ein Mehrparteiensystem, das doch ein bisschen mehr, also in meinen Augen, mehr Sicherheit bietend tut, was solche Sachen anbelangt. Ja, wir können jetzt gut zurückgehen in die Ende 30er Jahre, aber das wollen wir nicht, weil das waren andere Zeiten und ob es heute noch mal so funktioniert, glaube ich nicht. Aber ja, gucken wir mal, was passiert. Bitte versteht mich nicht falsch, ich will nicht die Amis als Personen oder alle in einen Topf schmeißen. Sicher nicht. Aber leider ist es so, dass sehr viele, die sich gerade auf YouTube rumtummeln, rechtslehnend sind. Jo, es gibt auch, also muss ich so sagen, es gibt auch sehr braune Deutsche. Schweiz hat das eigentlich so im Extremen nie gehabt oder also offen nie gehabt. Ich habe in Chile Deutsche kennengelernt. Ich glaube nicht, dass die nach Deutschland einreisen dürften.
Aber wie gesagt, solange, für mich ist so, jeder kann nach seiner Fassung glücklich werden. Ob er gläubig ist, ob er schwul, ob sie lesbisch, ob er ein Demokrat oder ein Republikaner ist, es ist mir im Prinzip egal, solange es mich nicht persönlich betrifft. Also, wenn mir jetzt einer kommt und sagt, ich will dich jetzt zum Islam bekehren, dann muss ich sagen, nee. Wenn ein Schwuler sich an mich ranmachen wollte, müsste ich sagen, nee. Aber ansonsten, wenn sie unter sich rum sind, oder ist mir doch doch egal. Es soll ja jeder glücklich werden, wie er will. Mein Problem ist nur dann, wenn man nicht einsieht oder wenn man nicht erkennt, was für weitreichende weltweite Folgen das haben kann. Und dann daherkommt und sagt, America the best. Ja. Nur Amerika, alles andere ist egal. Da habe ich Schwierigkeiten. Und ist es jetzt richtig? Ist es jetzt nicht richtig? Es ist meine Meinung und meine Einstellung dazu. Ja, also. Soll es mal gewesen sein.